Hallöchen, ich teste mal wieder, diesmal wieder ein DM-Produkt, ein Zahnprodukt und eine richtig schöne kleine praktische Verpackung. Da ist sogar gleich der Lippenbalm mit dran. So, ich mache mal wieder ein Gramm wie immer, also ordentlich Produkt und dann verteile ich das im Gesicht. Und der Anfang ging eigentlich ganz gut los. Ich dachte, oh, das lässt sich aber gut verteilen. Naja, ein Gramm ist ja auch immer ganz schön viel, aber ich möchte ja auch wissen, wie das so denn funktioniert. Und man sagt ja, man kann auch diese Lippenprodukte, also Lippenpflege, kann man unter die Augen machen, so als Schutz, damit das nicht so in die Augen kriecht, habe ich gemacht. Aber also sie fettet, 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 stundenlang den ganzen Tag habt ihr einen Fettfilm auf der Haut und leider brennt es richtig doll in den Augen. Ich hatte den ganzen Tag das Gefühl, ich habe voll die krasse Schicht im Gesicht. Das war echt leider nicht.